Erich Kästner, der April. Der Regen klimpert mit einem Finger die grüne Ostermelodie. Das Jahr wird älter und täglich jünger. O Widerspruch, voll Harmonie. Der Mond in seiner goldenen Jacke versteckt sich hinter dem Wolkenstor. Der Ärmste hat links eine dicke Backe und kommt sich ein bisschen lächerlich vor. Auch diesmal ist es dem März geglückt. Er hat ihn in den April geschickt und schon hoppeln die Hasen mit Pinseln und Tuben und schnuppernden Nasen aus Höhlen und Gruben durch Gärten und Straßen und über den Rasen in Ställe und Stuben. Dort legen sie Eier, als ob's gar nichts wäre, aus Nougat, Krokant und Marzipan. Der Tapferste legt eine Bonbonniere. Er blickt dabei entschlossen ins Leere. Bonbonieren sind leichter gesagt als getan. Dann geht es ans Malen. Das dauert Stunden. Dann werden noch seidene Schleifen gebunden und Verstecke gesucht und Verstecke gefunden. Hinterm Ofen, unterm Sofa, in der Wanduhr auf dem Gang, hinterm Schuppen unterm Birnbaum, in der Standuhr auf dem Schrank. Da kräht der Hahn den Morgen an, schwupp, sind die Hasen verschwunden. Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer, am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann. Über die Hänge läuft grünes Feuer, die Büsche entlang und die Pappeln hinan. Der Frühling denkt, er kommt also auch heuer. Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer, weil er sich nicht mehr wundern kann. Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase? Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor. Er merkt gar nicht, dass ihn der Osterhase auf dem Heimweg verlor.